Weiss, you dumbass! Start making sense, you rotten book, or you're gonna be sorry. Maybe I'll rip your pages out one by one, or maybe I'll put you in the goddamn furnace. How can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh? Oh, Shadow Lord, I love you, Shadow Lord. Come over here and give Vice a big sloppy kiss, Shadow Lord. Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us. Leute und recht herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play, was ich schon von vielen Leuten gehört habe, dass das Spiel richtig gut sein soll. Und ja, da habe ich kein Argument dagegen, wieso ich da kein Let's Play davon machen sollte. Von dem her starten wir doch einfach, oder? Nier, Leute. Und es wird grandios. Ich habe mal nur die Packungsbeilage gelesen. Gefällt mir. Mal ein Game, was mal wieder ein richtig schönes Handbuch hat. Das sieht man heute ja auch nicht mehr so häufig. Deswegen weiß ich zumindest schon mal so grob die Charaktere und so. Vielleicht ein bisschen, aber wahrscheinlich auch nicht gleich viel. Aber das Spiel selber ist komplett blind. Von dem her, lasst uns anfangen auf normal. Auch wenn ich befürchte, dass es relativ schwer sein wird. Weiß gar nicht mehr. Egal. Wie sollen wir uns nennen? Ich nehme da mal meinen richtigen Kürzel. Sibby. Ja, why not? Right? Jupp. Dann starten wir mal. Nier spielt in einer weit entfernten Zukunft, in der es offenbar nicht mehr viele Menschen gibt. So ein bisschen, ja, The Last of Us vielleicht. Wow, das ging schnell. Das konnte ich nicht mal lesen. Genießen wir erstmal die Einführung. Er spielt übrigens im selben Universum wie zum Beispiel Drakengard.
Nur sehr viel später. Und wir sind hier offenbar in einer sehr, sehr eisigen Landschaft. Schneeigen Landschaft. Nicht eisig. Hisuka. Okay. Schöne Credits am Anfang noch. ...2049. Sommer. Das sieht mir nicht nach Sommer aus. Ganz und gar nicht. Ein Mensch alleine in einer Stadt mit einem Buch an seiner Seite. Die Sprachausgabe ist übrigens auf Englisch. Hab leider noch keine Option für Japanisch gefunden oder so. Naja, gut. Passt ja auch mal. Muss ja nicht immer alles auf Japanisch let's playen hier. Hey, das Buch kann doch nichts dafür, dass hier alle tot sind, oder? Vielleicht doch? Als Waffe haben wir offenbar gerade nur ein Rohr. Das ist ja super. Ein Schatten. Laut Handbuch. Tutorial beginnt in 3, 2, 1. Okay. Steuerung. Viereck zum Angreifen, L2 zum Verteidigen. Ich habe mal die Lebensleiste noch eingeschalten. Okay, ich kann auch abwehren. Jo. Aber nicht kontern, offenbar. Offenbar hat man eine leichte Ausdauerleiste oder sowas. Und du auch noch? Vielleicht muss man ja im richtigen Moment drücken. Aber das passt auf jeden Fall schon mal. Schönes Kampfsystem. So gefällt mir das schon mal. Oh, da ist noch jemand. Sind wir etwa nicht alleine? Gibt es da etwa noch einen Menschen, den wir beschützen müssen? Wie zum Beispiel unsere Tochter. You alright, Yuna? Sorry, Dad. I'm sorry. It'll stop in a second. I promise. If the monsters hear me, are they gonna come back for me? I won't let them hurt you, Yuna. I promise. You need to eat something. Stay here. Stay hidden. I'll be right back. So kann sie sich nicht verstecken. Yeah. Don't touch that book. Not ever. Do you hear me? Man sagt einem Kind nicht, es soll etwas nicht tun. Mensch, Regel Nummer 1. Das wird garantiert nicht gut enden. Wo haben wir das Buch überhaupt? Okay, wir müssen was essen finden. Oh, noch mehr Schatten. Na, toll. Ausweichen. R2. Ah, okay. Cool. Komm. Dich kann ich noch besiegen. Komm. Wahrscheinlich gibt es auch sowas wie Just in Time. I tear you apart. Mann, wir haben ganz schöne Wut auf die Dinger. Sieht nicht so aus, als ob man da kontern könnte. Oder zumindest jetzt mit dieser Waffe noch nicht. Vielleicht später. Muss ja auch nicht gleich sein. Wow.
Au. Verdammt. Das waren zu viele. Wieso liegt das immer neben uns? Das lag gerade noch neben Jona. Der Fuck. Mal was anderes als Zombies oder sonst irgendwelche apokalyptischen Sachen. Diesmal sind es offenbar Monster. Naja, was anderes. Keine Zombies diesmal. Obwohl ich Zombies sehr mag. Oh yeah. Verwandeln wir uns jetzt? Uiuiui, okay. Da haben wir die Macht des Buches doch benutzt. Wir sind bereit, alles zu tun für unsere Tochter. Okay. L1 drücken, um die dunkle Hand auszulösen, okay? Bam! Was bringt mir die dunkle Hand? Offenbar verbraucht sie gerade noch keine Magie und wow, wir sind sehr viel stärker geworden. Da fuck. Nope. Sorry. Stufe aufgestiegen. Es gibt also auch ein Level-System, das ist cool. Bam. Schon wieder, wow. Und hier. Schlag mal kurz. Oh, jetzt kommen auch noch kleine Viecher, na toll. Stufe aufgestiegen, 4. R1, um dunkle Explosionen auszulösen, okay. Hä? Was? Halte die Angriffs- oder Magietaste gedrückt, um deine Angriffe aufzuladen, verschiedene Effekte auszulösen. Ah. Ah, jetzt wird's zum Shooter. Wie cool. Okay, das hat man vorhin auch mal im Intro-Video gesehen. Stimmt. Bam, 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 bam. Oh, wow. Offenbar können wir so effektiv sehr viele Leute kaputt machen. Und damit wird's zum Top-Down-Shooter. What the fuck? Okay, das ist interessante Mechanik. Kostet da offenbar nichts. Zumindest gerade noch nicht. Eigentlich sollte das doch irgendwie, ja, irgendwas kosten. Jetzt sind wir schon Stufe 9. What the fuck? Wir steigen hier sehr schnell Stufen auf, muss man schon sagen. Oh Mann. L1 drücken, um dunkle Exekution auslösen. Okay. Ah. Cool. Hat man hier gerade irgendwie eine Voransicht, dass man alles machen kann später, oder? Man kriegt ja schon gerade sehr viele Fähigkeiten auf einmal, was ich gut heißen kann, aber ich frage mich, wo das hinführt. Wir werden hier offenbar gerade sehr schnell sehr viel stärker. Huch. Bitte auch in die Richtung, in die ich stehe. Das wäre sehr nett. Bam, Stufe 14. So schnell haben wir noch keinen Game gelevelt hier auf meinem Kanal. So, du bist tot. Das sind wir alle echt gemeinsam. Boah. Was zur Hölle war das? Ich glaube, sie werden so langsam ein bisschen stärker. L1, um dunkle Speer auszulösen, was? Okay. Ah, damit können wir Speere aufladen und dann auf die Gegner losschicken. Ich glaube, so viel müsste ich gar nicht aufladen. Das dürfte auch schon locker reichen, ja. Interesting. Offenbar durchbohren die Gegner, oder? Der erste killt die nur schon. 2, 3. Leider kann ich da nicht mehr machen, als nur draufschlagen. Wow. Weg hier erstmal. Es wird hier so langsam gefährlich. Aber so langsam bin ich schon hier mal. What the fuck, Stufe 17? Okay, ich werde sehr viel stärker. Ich hab's kapiert. So.
Ja, ich glaube, es bringt echt einfach nur drauf zu hauen. Bam, bam. So, genau, aber das macht. Ne, das ist viel schwächer. Viel schwächer. Dunkler Speer durchbohrt gleich mal. Ich wette, wir kriegen gleich eh wieder alles weg. Der letzte stirbt noch. Und jetzt? Wieder zurück? Klar, natürlich wieder zurück. Hallo? Ah, wir können nicht zurück. Okay. Da ist noch einer. Jona? Okay, verdammt, ich war zu früh. Aber mit X können wir springen, das ist gut. Oh, ein Boss. Ui, gut ausgewichen, muss man ihm lassen. So, okay. Ich muss da wohl. Weiß nicht, ob ich mich auf ihn konzentrieren sollte. Aber alle anderen kann ich wohl damit erledigen. Wow. Okay, das hat mir zum ersten Mal Leben aufgezogen. Kümmern wir uns erstmal um die ganzen kleinen Viecher. Oder spawnen die einfach neu. Sieht danach aus. Das macht kein Damage. Sorry. That's not gonna work. Ah, ich wollte eigentlich ausweichen. Der Fuck. Nochmal. So. Sehr schön. Mit dem dunklen Speer können wir ihm einiges ausrichten. Wie viel kann man da aufladen? Cool. Aua. Also auch wenn wir hier ein bisschen Schaden bekommen, aber das schaffen wir so locker. Bam. Weich. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Bam, 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 bam. So, Schwachpunkt. Wenn du größere Menschen bekämpfst, größere Gegner bekämpfst, erscheinen häufig Schwachpunktmarkierungen an bestimmten Körperteilen. Zerstöre diese Teile innerhalb des Zeitlimits, um den Gegner zu besiegen. Okay. So vielleicht? Ja, offenbar. Stufe 30. Wow, okay. Ja, Stufe 30. Na gut. Von mir aus. Jetzt aber. Geht's dir gut? Geht's dir gut? Naja. Ihr geht's so wie vorher. Gut, ist was anderes. Jona, talk to me. Dad, are you all right? Don't worry about me. I'm fine. That's good. Oh, look. I found this while you were gone. A cookie? Hey, that's your favorite. Here. We can split it, okay? No, you take it. Dad, no. You need to eat something. Naja. Give me the small. Also ich habe mich auch schon von Keksen ernährt. Muss sagen, das ist nicht so die beste Möglichkeit, satt zu werden. Jona? Jona! Oh no. I dropped the cookie. I didn't mean to. Uh-oh. You've always been the one helping me. Jona. What have you done? Ich glaube, sie hat das Buch berührt, von der du ihr gesagt hast, dass es nicht berühren soll, aber Kinder. No. Jona. Jona. Es gibt ja niemanden, den man um Hilfe rufen kann. We need help. We need help. Please, anyone. Help! Help us! Kriegt man in so einer Welt noch Hilfe? Große Preisfrage. Werden in einer solchen Welt eigentlich alle immer zu Arschlöcher? Bis auf ein paar Überlebende? Und so ist es ja meistens. Jeder für sich selber, keine Kooperation. So kommt man nicht weit, Leute. Das sieht ziemlich trostlos aus. Schöne Musik.
Es hört nicht auf zu schneien, daher meint Papa, er würde bei mir bleiben, bis es nachlässt. Er wird wohl wieder fortgehen, wenn es soweit ist. Daher hoffe ich irgendwie, dass es nie aufhört zu schneien. Oder dass es immer weiter schneit. Was? 1312 Jahre später? Alright, I'm off. What? Wirklich? 1300 Jahre später? Okay, jetzt sind wir plötzlich hier in der 2D-Ansicht. Hey Dad, you want to hear about the crazy dream I had last night? Hm? See, I was in it, and you were in it too, and we were riding around on this huge pink cloud, and then... Yona, I'm sorry, I have to go. You can tell me when I get back. Oh wait, can you get me a book while you're out? Sure. Now stay here and rest. We can't have your cough coming back. Ah, Tochter, die immer krank ist. Ah, Kreise sprechen. I love you, Daddy. Oh Gott, das erinnert mich so an Silent Hill. Okay, los geht's. Komisches System hier, gut, von mir aus. So, ist hier. Medizinische Kräuter. Schätze mal, sollten wir alles mitnehmen. 100 Gold erhalten. Raus da. Ah. Oh, wir heißen sogar jetzt Sebi. Cool. Ich bin ich. Juhu. Ich sollte zur Bibliothek gehen und nachsehen, was Popola so treibt. Dann sollte ich ihn auch in meiner Stimme sprechen, richtig? Ah, wir können auch jederzeit schlagen. Irgendwas kaputt machen? Oh, das ist aber... Wow. Das ist eine schöne Welt im Vergleich zum anderen. Na gut, 1300 Jahre später, richtig? Sind wir wohl eine Inkarnation von dem Ganzen? Du kannst Briefkästen benutzen, um deinen Fortschritt zu speichern. Ah, Briefkästen sind überall in der Welt zu finden, also halt dein Auge offen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch für die erste Episode. Ein bisschen länger, damit wir das ganze Intro mitbekommen. Jetzt sind wir in einer völlig anderen Welt und haben nicht mehr unsere Fähigkeiten, wie ich es mir schon gedacht habe. Da, das, meine lieben Leute, war ein Vorgeschmack auf Nier, aber ich fürchte, dass es noch nicht arg viel Eindruck, also nicht arg viel vom Spiel vermitteln wird. Da wird es noch einiges geben. Hab ich jetzt mal nur so ein Gefühl. Falls euch gefallen hat, wie immer liken, falls es euch gefallen hat, abonnieren. Ansonsten wünsche ich viel Spaß bei meinen anderen Let's Plays. Ja, behaltet im Kopf, dass das hier ein wahrscheinlich im Voraus aufgenommenes LP ist. Das heißt, normalerweise halte ich ja die Kommentarzeiten immer, oder die Kommentarreaktionen in meinen Videos immer sehr kurz. Das wird jetzt hier halt wieder ein bisschen länger, weil ja, ein paar Episoden immer im Voraus aufgenommen wurden. Aber sollte dennoch gehen. Haben wir ja schon ein paar Mal gemacht und es hat funktioniert. Von dem her, bis dann Leute, ciao. Making sense, you rotten booker. You're gonna be sorry. Maybe I'll rip your pages out one by one, or maybe I'll put you in the goddamn furnace. How can someone with such a big smart brain get hypnotized like a little bitch, huh? Oh, Shadow Lord, I love you, Shadow Lord. Come over here and give Vice a big sloppy kiss, Shadow Lord. Now pull your head out of your goddamn ass and start fucking helping us.